Guten Abend zu den RTL 2 Nachrichten. Bundeskanzler Kohl hat die SPD aufgefordert, in der Finanz- und Wirtschaftspolitik mit der Regierung zusammenzuarbeiten. In seiner Regierungserklärung zur Lage am Arbeitsmarkt nannte er den Abbau der Erwerbslosigkeit als dringlichstes Ziel der kommenden Jahre. Dies, so der Kanzler, könne nur in Zusammenarbeit aller gesellschaftlicher Gruppen erreicht werden. Die Zahl der Arbeitslosen soll noch in diesem Jahrzehnt halbiert werden. An diesem Ziel hält der Kanzler fest. Doch dafür will er jetzt die Unterstützung der Opposition für seine Reformvorhaben. Ich erwarte da selbstverständlich auch nicht sofort Zustimmung von Seiten der Opposition. Aber ich erwarte eigentlich von allen, die guten Willen sind, dass sie in diese Diskussion gehen und dass wir dann überlegen, was wir gemeinsam erreichen können. Ein deutliches Friedensangebot, das der SPD-Vorsitzende Lafontaine mit ebenso deutlichen Worten vom Tisch fegte. Wir brauchen uns ja gar nicht über die Methoden zunächst einmal auseinanderzusetzen. Wir sollten auf die Ergebnisse schauen. Und da die Arbeitslosenzahlen jetzt Jahr für Jahr steigen und Sie jedes Jahr die gleiche Rede halten können, Herr Bundeskanzler, ist Ihre Politik falsch. Auf das Thema Rentenreform ging Kohl nur am Rande ein. Der Entwurf der Reformkommission enthielte viele gute Anregungen, müsste aber noch diskutiert werden. Ein unglaubliches Verwirrspiel zeichnet sich im BSE-Fall von Höxter ab. Das in BSE verendete Galloway-Rind namens Cindy hieß in Wirklichkeit Rita und es wurde nicht in Deutschland geboren, sondern in Großbritannien. Dahinter steckt, soweit sind die Ermittler sicher, ein Skandal um gefälschte Papiere. Das Rind war vermutlich illegal importiert und mit einer neuen Uhrmarke versehen worden. Der Zuchtbuchführer vom Mecklenburger Fleischrindverband hat den Betrug bereits gestanden. Wie das Tier nach Deutschland kommen konnte, trotz Einfuhrverbots, ist unklar. Qualitäts- und Herkunftssiegel für Rindfleisch dürften mit diesem Skandal zur Makulatur werden. 4 Schwerstverbrecher sind aus dem Bremer Gefängnis Oslepshausen ausgebrochen. Die Häftlinge hatten die Gitterstäbe eines Toilettenfensters durchsägt und sich zunächst unbemerkt abgesetzt. Unter ihnen befindet sich auch der Hauptverdächtige im Stradivari-Mordfall, der Rumäne Marin Buaca. Er soll im Oktober die 2 Millionen Mark teure Stradivari-Geige seiner Musiklehrerin Maria Gewissen geraubt und diese dabei getötet haben. Die jüngste amerikanische Kritik an der deutschen Scientology-Politik ist in Bonn auf entschiedenen Widerstand gestoßen. Die Bundesregierung wies die am Donnerstag veröffentlichten Vorwürfe des US-Außenministeriums als unangemessene Einmischung zurück. In ihrem alljährlichen Menschenrechtsbericht hatten die Amerikaner der Bundesrepublik vorgeworfen, Scientologen zu diskriminieren. Die Bundesregierung machte am Mittag deutlich, dass die jüngsten Vorwürfe kein Grund sind, vom harten Kurs gegen die Scientology-Sekte abzuweichen. Es ist unsere Aufgabe, die deutsche Öffentlichkeit über die Praktiken der Scientology-Organisation aufzuklären und auch die Menschen davor zu schützen. Der von Außenministerin Albright vorgelegte Bericht räumt dem deutschen Umgang mit Scientology breiten Raum ein. Dabei kommen vor allem führende Mitglieder der in Amerika als Kirche anerkannten Sekte zu Wort. Sie beschreiben Deutschland als antidemokratischen Staat, in welchem Scientologen sowohl im Alltag als auch im Beruf ständigen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Wir haben sicherlich eine einheitliche Position in der Beurteilung, dass Scientology Church keine Kirche ist, ein wirtschaftliches Unternehmen, das mit harten Bandagen kämpft, zum Teil auch mit mafiosen Strukturen in Verbindung gebracht werden kann. Die Länder Bayern und Baden-Württemberg wollen die Organisation auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Ein entsprechender Antrag wurde heute vom Bundesrat an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Steffi Graf und Anke Huber haben beim Tennisturnier von Tokio das Halbfinale erreicht. Der Nummer 1 gesetzte Gräfin trifft nun auf Brenda Schulz-McCarthy aus den Niederlanden. Die Karlsdorferin Huber muss gegen den Shootingstar von Melbourne, die Schweizerin Martina Hingis, aufschlagen. Und damit zum Wetter. Das erste Februarwochenende beginnt strahlend. Fast überall gibt es Sonnenschein und blauen Himmel. Leichten Schneefall meldet allerdings der Südosten. Die Temperaturen bleiben im Keller. Sie schwanken zwischen -2 und +2 Grad. RTL 2 informiert Sie noch einmal in der Nacht um 1:02. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in das Wochenende.